Ja, und damit herzlich willkommen zurück bei Let's Play Civ 5 auf dem Kanal von Kaffeebecher für mit dem Grobei. Es sieht nicht so gut aus. Wir bauen aber hier auch nochmal ein Wasserkraftwerk. Und hier ein das ist eine gute Frage, was wir hier bauen. Hier bauen wir nochmal einen Frachter. Der kann hier oben nochmal handeln. Einer hat benötigen Befehle. Ihr greift jetzt mal die Stadt an. So, da gehen die nur fast bei drauf, ey. Also Pferde gehen, würden auch komplett drauf gehen. Aber es hilft halt nichts. Wir müssen hier auch mit den Karolinern angreifen. Damit das ein bisschen plündert ist erstmal. Können das auch erstmal plündern. Es gibt Geld. Greift ihr nochmal an. Die wehren sich halt zu krass. Aber alles, was wir jetzt weghauen, brauchen wir nachher nicht mehr weghauen. Weil so viel haben die gar nicht mehr. Haben aber auch leider gerade keine, die wir da jetzt nochmal hochschicken können. Aber Wellington wird fallen, da bin ich mir sicher. Und dann haben wir Färbemittel zum Beispiel. Ja, aber klar, dass die jetzt, die gehen auch auf die Carolina. Krass, da hat einer überlebt, der wird sich jetzt zurückziehen müssen. Damit er nicht ganz tot geht, die Einheit. Die greifen weiter die Stadt an. Das würde der Stadt so gut wie gar nicht wehtun. So, kommt drauf an, wen die jetzt in der nächsten Runde angreifen. Welche Einheit? Ah, wir können die Stadt einnehmen. So schnell ist Wellington annektiert. Gut, die Unzufriedenheit ist zu spüren. In Uppsala können wir dann jetzt, bauen wir nochmal eine Münzanstalt, hätte ich beinahe gesagt. Doch, bauen wir eine Münzanstalt. Ist zu einer anderen Religion konvertiert, das ist natürlich doof. Aber wir bauen erstmal Weltausstellung. Oh, guck mal, wir können die Weltausstellung machen. Ein Gerichtsgebäude. Müssen wir erstmal bauen. Das hat unser Land natürlich jetzt nach vorne gebracht. Über 1000 Punkte. Weil Wellington natürlich auch gar nicht so schlecht ist. Das Einzige, was uns nicht nach vorne gebracht hat, ist, dass die Unzufriedenheit jetzt ziemlich krass ist. Müssen wir sehen. Wir können uns was für Glauben kaufen, soweit ich das gesehen hatte. Und zwar, wenn wir uns jetzt hier, solange eine Einheit stationiert ist. Na komm, dann machen wir hier den Kram. Mal mal dein Bild. Huang Guowang. Bild eines Wohnhauses im Berg Fushuhan. Na, das ist ja toll. Weil jetzt müssen wir uns was für Glauben kaufen. Wo war nochmal der Vorteil eines großen Propheten oder eines, kann andere Religionen aus einer Stadt vertreiben? Das ist nicht schlecht. Das ist nicht schlecht. Den kommt nämlich der Inquisitor nach oben und wird dann da den Glauben vertreiben und unseren Glauben dann reinbringen, denke ich mal. Как тебе понравится, если я предложу? Lass uns zusammenarbeiten. Und da zeichnen wir halt hier die Freundschaftserklärung mit Russland. Ist halt auch nicht schlecht. Die heilen sich hier, die Carolina. Und unser Land nimmt langsam wieder Form an. Das ist halt das Einzige, was passiert. Völker mit Vorliebe für Glänzendes. Wir haben richtig viel. Die Städte lieben uns. Und hier sind die Rebellen wieder ausgebrochen. So, das ist das Einzige, was halt doof ist. Gehen wir darüber. Und hier nochmal archäologische Ausgrabungen errichten.
Was ist denn hier hoch? Hier, Ketzerei entfernen. Dieser Befehl entfernt die Präzision anderer Religionen. Es wäre nicht schlecht, den Druck da rauszunehmen. Hier macht Druck 24. 18. Ich glaube, es ist mehr hier unten irgendwo, dass der Druck krasser ist. Hier unten speziell. In den Städten, wo das nicht drin ist. Also wo unsere Religion nicht da ist. Hier unten werden wir jetzt die Ketzerei entfernen. okay, unsere Kanonen sind vielleicht gar nicht so gut hier unten. Aber unsere Pferde müssen mal runter. Ihr werdet euch dann hier stationieren. Ihr müsst tatsächlich hier runter und unser Land verteidigen. Und du... Keine Ahnung. Fahr mal hier runter. Mach was Nützliches. Hier können wir eine Produktion wählen wieder. Gold kriegen wir gerade noch genug. Achso, der macht eine Ausgrabung da. Bauen wir eine öffentliche Schule. Und ihr geht jetzt erstmal in Bereitschaft. Ihr müsst vielleicht auch nochmal hier runterziehen. Und ihr heilt euch. Sehr gut, das passt. Da wird die Ketzerei entfernt, Leute. So, sie gibt Kakao und dafür möchte sie Eisen und Pferde haben. Nehmen wir mal an. Weil Eisen und Pferde jetzt nicht so das ist, worauf wir gerade so viel Wert legen, auf die strategischen. Wir wollen halt mehr die Zufriedenheit hochkriegen. Guck mal, machen die hier unsere Sachen kaputt. So. Die fahren hier runter. Die Pferde sind auch auf dem Weg. Die Gatlinkern auch. Zerstören halt die unsere wohlgemachten Modernisierungen. Nee. Aber nun gut. Lässt sich halt so nicht ändern. Unser Boot. Feder lang. Die Kavallerie muss zerstört werden. Wissen wir schon, wann Wellington. Nee. Es muss erstmal hoch hier. Wo ist unser Inquisitor? Der sollte doch auch gleich da sein. Dann können wir hier die Ketzerei entfernen. Sehr gut. Nachdem wir da die Ketzerei entfernt haben, kaufen wir uns einfach nochmal ein. Wir könnten uns sogar hier solche kaufen, glauben. Das ist krass. Nee, wir kaufen uns noch einen Inquisitor. Und gehen in die nächste Runde. Weil die Religion natürlich auch einen starken Faktor ausmacht, einen starken Druck ausübt auf unsere... auf unser Land. Das natürlich kein... also nicht viel Fortschritt sieht, wenn... Jetzt zerstören wir die hier. So, der Inquisitor könnte hier auch nochmal die Ketzerei entfernen. Das will ich aber eigentlich nicht. Ich will die Ketzerei hier unten entfernen, wo es wirklich keinen Sinn macht, dass da... nicht unser... hier unten. Unten wäre, glaube ich, gar nicht so schlecht. Von da runter. Ihr seid jetzt fertig, dann seid ihr da oben mal... gedingst. Die schießen und die greifen an. Okay. Sollen sie das machen? Können sogar zweimal angreifen, die Pferde. Ne, geht nicht. Dann können die sich heilen. Ja, keine Ahnung, dann fahrt ihr jetzt auch nochmal raus. Aus der Stadt. Scheiß hat der Hund drauf. Hier ist ein Frachter, der kann einen Handelsweg machen. Und zwar 20. 20. Ich guck nur auf das Gold im Übrigen. Aber
Das hilft ja auch. Dann kannst du hier oben noch mal, keine Ahnung, bau eine Fabrik, dann passt das. Wir müssen gucken, dass wir die Kavallerie wegkriegen. Dass dann unser Land hier wieder modernisiert wird. Das macht natürlich einiges kaputt. Ein Gegner ist in der Nähe, okay. Kommen wir da runter. Können die dann angreifen? Die könnten angreifen. Die machen die jetzt aber fertig. Sehr gut. Und heilen. So, hier sind leider keine, die sich da nähern. Die können da, glaube ich, nicht rein, weil da keine Ketzerei vorhanden ist, oder? Kann das irgendwie sein? Jetzt bauen die einen Tempel. Genau, du stehst noch in Bereitschaft. Hat das nicht geholfen? Archäologie wählen. Wahrzeichenmodernisierung bauen. Ein Wahrzeichen bringt abhängig von seinem Alter und Kultur vernichtete Stadt. Dann bauen wir jetzt hier ein Wahrzeichen. Okay, das ist ja cool. Sieht natürlich schnieke aus. Das bringt dann Kultur. Verbündeter Handelsweg geplündert. Das ist natürlich nicht so cool. Wird das die Einheit hier sein? Möglich ist das. Unmöglich ist gar nichts hier. Abgeschlossen, die Weltausstellung. Oh. Das war doof, dass wir da nicht mitgemacht haben. Wenn das Gehirn so einfach wäre, dass wir es verstehen könnten, dann wären wir so einfach strukturiert, dass wir es nicht verstehen könnten. Ein sehr kluger Satz. Ein Pferd hat er umgebracht. Die schaffen es tatsächlich nicht, hier runterzukommen. In der Geschwindigkeit. Dann fahr du mal zurück. Nee, du fährst zurück. Dafür können wir in Stockholm nochmal was bauen. Lange keine Dinger mehr gebaut hier, Weltwunder, wir sind auch weit hinterher. Ja, Zufriedenheit ist halt gerade ein absolutes Problem. Brauche ich heute eine Kaserne? Ketzerei verschwinden lassen. Sehr gut. Abmachung Ressourcen. Okay. Das heißt, mit Katharina haben wir die Ressourcen nicht mehr. Продолжай. Hast du keine Dinger mehr hier? Was ist denn da los? Pugatello hat da. Hier, Madame Bideri. Was verlangst du denn dafür? Nananga Heik. Färbemittel habe ich auch noch einmal. No mange. Dann tut mir das leid. Was willst du denn für deinen Zitronen? Leckt mir an die Füße, ey.
Dann machen wir jetzt einfach mal die Dampfmaschine. Ist auch spät. Es ist alles so spät, was hier gerade so los ist. Aber was willst du machen? Was willst du machen? Hier oben ist die Unzufriedenheit zu Hause. Aber unsere Arbeiter sind alle da. Und ah, da gibt's Öl. Ich bin gespannt, Leute. Ich bin gespannt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Guru bei. Ciao.